Willkommen zurück in Banban 2 Part Nummer 3. Meine Damen und Herren, schnappt euch euer Popcorn, setzt euch hin. Heute wird es wieder sehr crazy. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Let's go! Ehrlich jetzt, ich liebe es. Warum kommt dieser Opila-Kackbird einfach da aus dem Nichts rausgelaufen? Ich hasse ihn, Leute. Ich hasse ihn. Letztes Mal. Komm. Aber wer ist dieser andere? Moin. Was geht ab? Ich lauf mal. Wer ist er? Komm schnell hierher. Klar, kein Problem. Wieso hat sie eben nichts gesagt? Tür zu. Haha. Mach mal Licht an. Danke. Hä? Moin, bist du nett? I want you all to welcome our newest student. You're late to class. Ich bin zu spät für die Schule. Mache ich jetzt hier was? Was ist das denn jetzt? Ist das jetzt Banban oder muss ich jetzt die Schule machen? Was? Ich soll mich jetzt hier hinsetzen zu den Unbeliebten. Okay, class. So, the first lesson of the day is math. Wir machen heute Mathe. Over the course of the semester, you will learn how to annihilate others, how to safely extract the human brain for eating, and... Oh, wait. I made a mistake. I think that's lesson 4 of the day. For math. Was? Over the course of the semester, you will learn to add, subtract, divide, multiply, and so much more. Okay. Wir machen Mathe, statt irgendwie Leuten das Gehirn zu auszusaugen. Was? Was ist die Antwort? Wrong. Was? Was zum Teufel? Ich konnte ja nichts mal drücken. Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Das war einfach falsch. Ich will nicht nochmal. Mein Gott. Ich habe verstanden, es ist Mathe. Ich will nicht nochmal. Erzähl mir nicht nochmal den ganzen Müll. Weird Kid steht hier einfach. Lol. Oh, ich glaube, ich muss auf Smart Kid gehen, gell? Okay, okay. Ich bin nicht excited. Was? Stopp! Sit. Sit. Where do you think you're going? Mann, ich will nicht. Ich wollte mich hinsetzen, du Sack. Ich wollte mich hinsetzen. Und wieso schreit die so? Warum schreit die mich so an? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts. Junge, ich konnte mich nicht mal hinsetzen. Die schreit mich schon an. Ich wollte mich doch gerade hinsetzen. Okay, es gibt noch... Ja, ich setze mich sofort. So, hier gibt's richtig, richtig schlaues Kind. Okay, das probieren wir. Ja. Ich bin trotzdem creepy, aber zum Glück hat die uns vor Opila gerettet, Mann. Ja, Mann, die labert mich ja halb tot, ey. Komm, halt doch mal deinen Mund. 7856063524. Correct. Cool. You kids are really paying attention today. Normal, Bruder. Machen wir. And one that I wrote myself. Die nächste Frage ist 2 plus 2. Correct. 4. Wow, I thought everyone would get it wrong. Uh-huh. Last question before your lunch break. Okay. What is misery plus disappointment? Ist wahrscheinlich dramatic, oder? Correct. Oh mein Gott. Okay. Alles klar. Danke. Wenigstens tötet sie.
Was ist das? Was ist das? Ist das Kaugummi? Hier liegt Geld. Come, come, get us for money. Okay. Was zum Teufel soll ich hier machen? Ich habe aber kein Geld. Hä? Okay. Los, gib Geld, gib uns. Ah, okay, für Geld. Gut, und jetzt kriegen wir Geld. Dann lege ich das Geld hier hin. Und dann wird der Freund gemobbt von denen und den müssen wir hier rüberstellen. Ja, easy. Ja, und dann kriegen wir eine coole Brille. Wofür? Attention, everyone. Oh nein. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're under the care of a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. If you catch them, call Principal Banban's office immediately. Junge. Hey, you didn't see the person they're talking about, did you? Nein. Oh, what am I saying? You're one of the cool kids. Of course you don't talk to ugly, unpopular kids like them. Nein. Take a seat with the cool kids. Aha, jetzt haben wir die Brille an und jetzt können wir uns hier zu den coolen Kindern setzen, weil die denken, wir sind cool. Ich habe es verstanden, Mann. Like we did for math, and since this is the first science lesson of the semester, it will only be a review lesson. But first, let me introduce you to our classroom rules. No eating, no talking, no breathing, no moving, no asking questions, and no washroom breaks. Remember, okay. I will have to punish you very, very harshly if you break any of those rules. Back to the review. Let's start with something easy. Oh nein, ich will nicht! Wie heißt es, die Sonne? Bro. Keine Ahnung, Mann. Ich gehe nicht weg. Was ist denn, was ist ihr Problem, Mann? Die Frage ist halt wirklich, was sind die Antworten? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wir sind jetzt auf einmal coole Kids. Ja, wir sind ein cooles Kind. Okay. Wir können halt die Antworten auch vorher nicht wissen. Okay, Kids, the next lesson is science. The next lesson is science. Okay. Okay, wie heiß ist die Sonne? Perfekt. Wrong. Bro, woher soll ich das wissen? Stinger Flinger. Digga, die labert mich jetzt zu. Hör auf, mich voll zu labern, du weißes Wollknäuel, Mann. Mit hässlicher Schminke. Halt doch mal die Schnute, wirklich. Ich drehe durch. Okay, ich sag einfach Popular Kid. Ich sag auch, weil der einfach gelb ist. Okay, ich sag einfach Popular Kid, weil der einfach gelb ist. And now I think, remember, I will have you punished very, very harshly if you break any of those rules. Komm, ja, töte mich. Oh, lol. I'll allow it, but only because it made me laugh and because you're a cool kid. I can tell by your very cool glasses. Mhm. Gut gemacht. How many hearts does an octopus have? Oh, Mann. War ich das? Sea Lover? Okay. Normal octopuses have three hearts. We humans have one. And Stingerflint has... I'm not sure actually, but let's move on. Next question. We have five senses. Sense, smell, taste, touch, and... Oh Mann. Wer von denen ist es?
Klassenclown. I'm so funny. Nein, das ist die falsche Antwort! Du Idiot! Wir haben 5 Sinne. Fühlen, schmecken, tasten, riechen und die Schnauze halten. Correct. Oh, you just made me use my 5th sense. I'll allow it. Because you're cool kid. All the time we have free science for today. Go on to your second break and then we'll start the next lesson when it's over. Was ist jetzt? Oh, Bro, okay, alles klar. Was ist jetzt? Was soll ich jetzt machen? Gib mir some lunch money. Let's go, hier, friss das. Okay, ich brauche mehr Knete. Mehr Knete. Okay, wir geben jetzt hier ihm das komplette Geld. Das heißt also, du willst mit uns spielen, Punk, dann musst du zu uns gehören. So, den lege ich dann wo drauf? Okay, habe ich jetzt einen Kegel auf dem Kopf, oder was? Attention everyone, this announcement concludes your second break. Please return to your classes. Ja. Wir gehen wieder zurück in die Klasse. Wir sind jetzt nämlich ein Kegel, okay? Oh, wenn ich wow. Jetzt richtig verstanden habe. Kids in one day? Ja, one 300. Popular kid? Yuck. One cool kid and one mean kid. Welcome. Sit on the table to your left, where you belong, so we can begin. Ich hasse es. Ja, ich setze mich dazu. Dann fangen wir mal an. Du wundershübsches Mädel. Okay, Health and Kindness. Das heißt also, ja. It will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Okay. Can anyone here give me an example of an unkind person? Okay, irgendwie ein unkind. Okay, mean kid. Unkind. Okay, wollen wir ihn einfach nehmen? I will beat you to death. Correct. Ja! That is a perfect. Er sagt einfach sowas wie, ich werde dich zu Tode prügeln. Perfekt. Meine Güte, was sind das hier für komische Dings? Can anyone give me an example of a kind person? Oh, irgendwie ein nettes eine nette Person. Bro, ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach den rechten hier nehmen. Die heißen beide so. Paingiver maybe. Also wir können einfach mit mich nehmen. I will give you immense pain. Correct. Ja! Exactly. Das ist richtig. This class is going to be great. I can feel it. Wait, what was that? I wonder if it's a new student. Nobody move while I check it out. Warte, was? Es ist ein neues Kind dazugekommen. Ich will das nicht. Escape. Wo lang? Mach diese dumme Tür auf! Okay. Er soll mich nicht... No, not again. Oh oh. Ja, es ist okay, wir haben es verstanden. Du bist ein guter Lehrer, lass mich in Ruhe. Mach hier die Tür auf. Wollt ihr mich gerade komplett verarschen? Habt ihr das gerade gesehen? Da waren mehr Vögel als nur einer. Capture the birds and place them in the nest. Also wir müssen jetzt die Vögel fangen? Ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Bleib stehen. Oh, natürlich. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, ich hab darauf gar keinen Bock. Du bleibst hier sitzen. Oh Mann. Oh ja, Mann. Schön dunkel. So wie ich es am liebsten mag. So wie ich es am liebsten mag. Ich habe keinen Bock mehr. Hier ist auch ein blauer dabei, ne? Das ist, glaube ich, aber nicht richtig. Wir probieren es erstmal. Mach mal Licht an. Wir machen es jetzt erstmal ohne den blauen. Was macht der da mit seinem Fuß? Sieht cool aus. Fancy. Okay, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der vielleicht sogar so ein Verrätervogel ist oder sowas. Fühlt ihr, was ich meine? Weil das hier sind alles so kleine Opila-Birds. Okay. Alle Vögel also. Hm, okay.
Alles klar. Aber ich finde, der sieht irgendwie cooler aus als die pinken, oder? Let's go. Und jetzt? Ich habe so Angst vor dieser Lehrerin, die war so bescheuert. Okay, easy. Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das war diese Schnecke! Junge, wieso ist die so unnormal schnell? Was soll ich da jetzt machen? Diese Schnecke, Mann! Das ist einfach diese Schnecke am Anfang. Ich weiß nicht, wie die heißt. So Slowy Snizzle. Ah. Das ist, glaube ich, sogar so ein kleines Spiel, was wir spielen müssen. Wir müssen auf die Augen achten. Wir dürfen gehen, wenn die Augen auseinander sind. Und wenn sie zusammen sind, müssen wir stehen bleiben. Glaube ich. Ist die. Die ist so ultra schnell. Ich kann nicht mal erkennen, was die jetzt für Augen hat, weil dieses Spiel so bescheuert programmiert ist, Mann. Hallo? Aha. Aha. Wo muss ich hin? Hä? Hallo? Wo muss ich hin? Hallo? Da. Ich glaube, da muss ich rein. Where are you hiding? Okay. Warum ist es schon wieder so unglaublich? Okay, danke. Was ist das hier schon wieder? Was für ein Müll. Ich soll die ausrichten wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal nach unten. Moin. Moin, moin, steh. Okay, wir müssen hier die Muscheln reinwerfen. Ich mir sagen lassen, Leute. Ich kenne mich aus. Versteht ihr das? Ich bin Profi. Ich bin Muschelprofi. Sammler. Ich sammle in meiner Freizeit Muscheln. Okay, Muscheln, Muscheln, Muscheln. Muscheln, Muscheln, Muscheln. Bisschen Wassergeräusch. Das sind ja alles erstmal nicht so schlimm. Ah, da sind sogar noch mehr Muscheln. Guck mal hier, wie wunderschön. Noch eine Muschel. Der professionelle Muschelsammler. Ihr wisst es, Leute. Ihr kennt's. Ich gehe mal nach oben, gucke, ob hier oben noch irgendwelche Muscheln sind. Hier lag, glaube ich, eine. Guck mal. Kenne ich mich doch aus mit Muscheln. So. Hui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Let's go. Ha, was ist das Erste, was wir aktivieren müssen? Ist es eins von denen hier unten? Hör auf! Was müssen wir hier machen?
What the? Nein, falsche Seite, ich bin so dumm. Ah, okay, 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 man muss erstmal. Warte, wir starten das Spiel. Okay, die da. Boom, let's go. Okay. Was? Was heißt das? Ja, und jetzt? Hä? Aha. Was? Hä? Welches Ding soll ich denn jetzt treffen? Weil das hat irgendwie nicht richtig angezeigt. Dann machen wir nochmal. Jetzt zack. Also wir haben das hier, glaube ich, gespielt. Jetzt ist es hier die Seite. Falsch. Es macht so keinen Sinn. Jetzt ist es die Seite. Okay. Bam, rein da. Let's go. Das ist richtig. Din, 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 din. Nochmal die da. Okay. Nochmal. Okay. Junge, wie lang geht dieses Ding? Let's go! Mach jetzt auf! Okay. Let's go, blaue Karte. Was war das? Was war das, das blaue? Ich habe jetzt irgendwie aufgemacht, aber... Aha, das war wahrscheinlich der Ausgang. Okay. Aber da war auf jeden Fall noch die blaue Tür. Ich könnte schwören, hier war irgendwo noch die blaue Tür, die geleuchtet hat. Die da. Müssen wir das hier machen? Ich glaube schon. Es ist so eine Art... Es ist einfach eine Art Roblox-Obby. Ich zieh durch. Das gibt mir so Squid Game Vibes. Fühlt ihr, was ich meine? Junge, wo muss ich lang? Na da. Heißt, ich muss hier so. Oh, war das knapp. Bro, Mann. Dieses Jump'n'Run hier, derjenige, der sich gedacht hat, oh ja, bauen wir jetzt einfach nochmal einen Jump'n'Run ein. Den würde ich sehr, sehr gerne beidhändig erwürgen. Manche Sprünge muss man kurz springen und manche lang. Okay. Jo, alles klar. Okay, jetzt raus hier aus dem Saftladen, Alter. Okay, was ist jetzt? Geil, Kuchen. Oh, oh mein Gott, was für ein Metaverse. Was jetzt?
Ich will das nicht. Oh nein. You know, on a normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors open. Gruselig. We must keep this brief. Look, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious, and I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me, I know it. But there was one thing I didn't lie to you about, and that's me knowing why you're here. Warum bin ich hier? For your children. Du bist hier für deine Kinder. I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. Oh, wer denn? You've gotta go. There's an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Wohin? You've been a bad student. Alles klar. Digga, ich hab's einfach so leise gemacht, das ist immer noch so laut. Oh mein Gott, er lebt noch. Das war Jumbo Josh. Er lebt einfach noch. Wollt ihr mich veräppeln? Junge, woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das denn wissen, dass man da nicht lang gehen kann? Woher soll ich das wissen? Ey, Mann, das Spiel ist so kacke. Ohne Spaß, Mann. Ich habe keinen Bock mehr. Dieses Spiel ist so dumm. Ich bekomme Albträume davon, weil es komplett dumm gemacht ist. Ohne Spaß. So, wenn da wenigstens Sinn wäre, dass man weiß, wo man hingehen muss. Aber nein, Bro. Man muss einfach laufen. Man soll es einfach wissen. So, woher soll ich das denn riechen? Ja, komm her mit deiner grünen Hand. Ja, ja, böser Student. Ich weiß, toll. Ich lauf da durch. Ja, mach deine Hand weg. Ich lauf, ich möchte nur hier raus. Ich lauf, die Musik ist so laut. Junge, was? Bin ich jetzt tot? Ich wurde erschlagen. Das Ding hat mich erschlagen. Das ist so gemein. Also es ist so gemein gemacht, wirklich. Was für ein Albtraum. Hau ab. Es ist wirklich so gemein gemacht. Ist das euer Ernst? Ey Junge, das ist doch jetzt nicht den ihr Ernst.
Ich soll dann die ganze Zeit da im Kreis laufen, oder was? Okay, 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 okay. Ich hasse es, ich hasse es. Hör auf damit, geh weg da! Wo ist das Ziel? Da. Okay, zack. Bam. Junge. Man muss die ja wirklich genau da drauf bringen. Wollt ihr mich veräppeln, Mann? Ich hab keinen Bock mehr. Zermatscht. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hier drauf damit und jetzt ruckelt das Ding wieder. Oh nein, ist dieses Ding, glaube ich, auch gegessen. Ich glaube, das ist das Ende jetzt. Mein Gott, ja, ich hab's. Ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube, ich hab's. Wir sind durch. Ich hoffe, dass wir durch sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier das Ende war. Was steht da? Es interessiert keinen, wie weit es runtergeht. Okay, dann fahren wir einfach mal runter. Haben wir es? Ich glaube, wir sind fertig. Ja. Garden of Banban 3. Bald ist Garden of Banban 3 raus. Leute, ob wir das spielen sollen oder nicht, könnt ihr dann entscheiden.